Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin's Aubertin und ich habe heute einen Gast mitgebracht zu dem Opening von heute. Das ist Reto Wolf, sag mal hi. Hallo. Wir machen heute das Display of Legendary Duelists, was netterweise gesponsert wurde von Reto Wolf, ist auch seins, kann er auch behalten. Yay. Und er darf es einmal aufmachen. Ja, das ist sehr professionell mit dem Schlüssel. Ja, mein Setup generell ist ziemlich geil. Wir haben so einen kleinen Lichtabfang hier, dass es nicht so grell ist. Ja. Dann gucken wir mal, wie es so wird. Hier sind ja ein paar interessante Karten drin in dem Display. Und Reto sucht ja quasi ein paar bestimmte Karten aus dem Set. Welche Karten willst du denn genau haben aus dem Set? Die ganzen aufgegebenen Karten, die neuen, also samt Fusion, samt den ganzen Deckmonster und so weiter. Die Kristallengeheuer-Karten und den Engineer Support. Also quasi ziemlich alles, was hier drin ist. Ne, die Hälfte. Also ich habe nachgeschaut, es sind 24 Karten von 51. Also okay, also so ein ziemlich viel. Okay, also für mich ist das generell einfach mal interessant zu gucken, wie das Set so verteilt ist, weil da gibt es ja nicht in jedem Pack eine Super oder so, sondern nur in jedem zweiten, dritten oder so. Also quasi wie es früher gewesen ist. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Das sieht irgendwie mega nice aus. Ja. Das sind glaube ich auch nur 5 Karten drin, oder? Nur 5 Karten drin, meine ich. Dann gucken wir uns das doch mal an. Aber dafür 36 Booster, also. Dann haben wir erstmal die ersten Kristallengehörkarten. Einmal Kristallbaum. Trotzdem irgendwie das Opfer. Leg das mal zur Seite für dich, ne? Ja. Bewaffneter Drache Level 3. Bewaffneter Drache Level 7. Und Parasiten Paranoid. Warum heißt der auf Deutsch auch so? Keine Ahnung. Komisch, also die Rest ist mal hier, also keine Holo. Ja. Dann legen wir die Kamera jetzt mal hier so hin. Genau. Dann machen wir weiter. So. Ich habe hier einmal Grenze Inferno. Panzerdrache. Guter Reprint. Auch eine schöne Reprint. Ja, Wurmfutter. Auch guter Reprint. Gott, kann ich gar nicht lesen gerade. BM4 Sprengspinne. Keine Ahnung. Wahrscheinlich auch für die Motten. Und in Ultra Rare ist es, glaube ich. Super, oder? Nee, ja, ist super. Super Rare? Ja, super Rare. Umgewandelte Insektenkönigin. Ja, okay. Eine super Rare aus dem Pack. Aber die ist nicht ganz so geil, oder? Also die ist besser als die alte auf jeden Fall, aber so geil ist sie nicht, oder? Ich weiß es nicht, von den Motten habe ich gar keine Ahnung. Ich hatte ich auch nicht. Dann haben wir hier nochmal einen super Reprint, Instant Fusion, gekommen. Nochmal ein 1000-äugiges Opfer, also du hast gleich ein Playset. Oh, aufgegeben. Ojamagi, ach ja, die waren ja auch hier drin. Die Ojamagi. Ja, stimmt, die habe ich ganz vergessen. Und dann einmal antikes Antriebsgerüst. Ja. Ja, noch ein Rare, die ist auch gut. Ja. Bei mir ist dann hier einmal Saphir Pegasus. Wirbelkavallerie. Ich verstehe nicht, warum die da drin ist, ohne Scheiß. Ich auch nicht, aber ist auch eine schöne Reprint. Ich meine, die hat man noch im einen oder anderen gespielt. Insektenkönigin. Gegenwurmdrache. Und Ojama-Pi. Ojama-Pajama heißt das auf Deutsch so. Ja, geil. Ein bisschen falsch geschrieben zwar, aber. Ja, aber ist trotzdem gut. Immerhin ganz nett. Okay, hast du ja ein paar Crystals schon mal von dir. Ja. Aber der interessante Scheiß ist leider auch super und ultra. Und ja, klar, das ist halt meistens so, ne? Dann haben wir einmal ultimativer antiker Antriebsgolem. Denn ich mag den Namen, ich leg den mal wieder zu dir hier vorne hin. Ja, ja. Begrenzter Entferner. Zeitmaschine. Wurde die von irgendeinem gespielt oder so? Ich hab keine Ahnung. Wo ist die denn hier drin? Ich weiß es nicht. Und dann haben wir noch eine Holo, dann Parasiten Paranoid. Nehmen wir von hin. Und, oh! Aufgegebene Fusion, die ist gut. Ja. Die ist richtig gut. Hast du so? Ich hab mal wieder Wurmfutter. Schwarzes Illusionenritual, also ich kann aufgegeben schon mal spielen, das ist schon mal ganz schön. Ja. Nochmal eine Instant Fusion. Ja. VWX sind der Drachenkatapultkanone. Ja klar, die waren ja auch jetzt. Und Thunkönig. Okay, also ich habe gehört, dass die quasi nur einmal in dem Set drin ist, also in einem Display. Welcher? Und hier. Ach, das ist Thunkönig. Dass man quasi, wenn man ein Display kauft, eine davon kriegt. Okay. Lustig, weil ich habe nämlich privat noch ein paar Sets so gekauft, da war das Thunkönigreich auch dabei. Echt? Okay. Das ist vielleicht wirklich auch noch, dass es mal wieder drin war. Aber mal gucken, wie wichtig das quasi wird. So, haben wir noch einmal hier Insektenkönigin. Kristallengeheuer, Rubinkarp, Funkel. Auch mal zu dir rüber, ne? Bewaffneter Drache. Level 5. Dann Roter Match. Und. Ja, die ist gut. Antiker Antriebs Megaton Golem. Wieder eine Super Rare. Und eine Rare. Bei mir Bewaffneter Drache Level 7. Panzerdrache. Nebelkavallerist. Jetzt fangen sie schon an, sich zu verdoppeln. Ja. Oder Magie. Und nochmal das Gerüst. Genau. Sehr schön. Habe ich davon auch schon mal im Playset. Das ist, ja. Das ist ganz gut. Also wir werden jetzt auch mal ein bisschen über die Karten drüber sehen, die wir schon gesehen haben. Dass wir halt jetzt nicht die ganzen Wiederholungen hier haben. Antike Beantriebskohle, ultimative Fund. Dann nochmal ein Kristallbaum.
Nochmal eine Instant Fusion, also auch ein Playset hier raus schon gezogen. Ja, kann ich mir die Dinger zuschmeißen. Level 5 nochmal und Ojama Simulation. Ich glaube, das ist eine von den Karten, die macht der Drache Ojama und ja, die... Kann die nicht irgendwie so eine Fusion raushauen oder so? Ich weiß gar nicht, was die konnte. Das Artwork ist halt voll komisch, ne? Ja, mit dem ich finde den Ojama ein bisschen gruselig mit den zwei Köpfen. Ja, das ist voll komisch. Aber der Name ist auch voll komisch. Ja. Okay. So, dann nochmal Panzerdrache. Ich glaube, davon habe ich jetzt auch schon ein Playset. Ja, definitiv. So, damit man es auch sehen kann. Nochmal ich möchte dieses Pfund. Der ganze Laterne. Auch schon Playset. Regenbogendrache. Und nochmal Ojama Pyjama. Okay. Dann machen wir weiter mit Sprengkugel. Aufgegeben. Zeitmaschine. Oh, die ist auch da drin, die große Motte. Und noch 10 Minuten. Ja, okay. Pro Display ist eine drin, ich sehe schon. Okay, da also haben wir schon ein paar mehr von. Zwei Stück jetzt. Ja. Okay, machen wir weiter. So, dann nochmal schwarzes. Wo sieht man es? Schwarzes Illusionsritual. Wirf der Drache Level 5. Nur Fokus. Fokus will nicht. Autofokus damals. Nochmal ein Panzerdrache. Ich glaube, ich habe den jetzt jedes Mal gezogen, kann das sein? Ja. Ätzende Schuppen. Okay. Und Duell quer durch die Dimensionen. Okay, das ist ein geiles Artwork. Das ist doch dieses Duell gewesen von Jaden gegen Crawler, ne? Ja. Aber das ist eine Ancient Gear Karte, kenne ich nicht mal. Ancient Gear Golem und. Ich glaube. Ist auch was Neues. In der rüber. Dann haben wir noch einmal hier. Kristallfreisetzung. Das Ausgangsbarkeit, die ist nicht ganz so, glaube ich, ne? Nee, die ist nicht so dolle. Dann nochmal den Golem. Nochmal die große Motte. Nochmal aufgegeben. Und nochmal das Gerüst. Ja. Das haben wir auch hier im Playset gezogen. Du hast aber schon eine, vielleicht hast du gesagt. Ne? Genau, eine habe ich schon, aber man kann nie genug LG-Karten haben. Ja, vielleicht wird das Elekt mal ja richtig gut, wer weiß. Ja, falls eine mal verstaubt, die sind ja schon alt, wenn die mal auseinanderfallen, dann wird immer eine neue. Das ist ganz so praktisch. Bisschen Ancient halt, ne? Genau. So, nochmal VWXYZ Drachenkatapultkanone. Autofokus hat wieder keine Lust. Ja, ist nicht schlimm. Insektkönigin, Panzerdrache. Nochmal. Und scheiß jedes Mal Panzerdrache. Parasitenpanoid und nochmal nochmal das gleiche. Ich habe das Gefühl, ich habe exakt. Nee, ich glaube, die war anders, aber alle anderen habe ich gehört. Der Paranoid, oder? War anders. Stimmt, hier. Der Paranoid war auch okay, anders. Okay, dann haben wir noch einmal hier. Die haben wir noch gar nicht gesehen, Knipfhüpfer. Ist halt immer nicht so geil halt, ne? Nur für Motten halt. Ja, Wurmfutter, okay. Die komische Version mit dem Namen. Insektenkönigin und ätzende Schuppen als Rare. Also Motten kann ich mir auch zusammenbauen. Quasi. Ja. Vielleicht ist das ja wirklich gar nicht so scheiße. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, also 9 Support-Karten sind ja eigentlich ganz gut. Ja. So, dann hier nochmal. Oder Magie. Pistolendrache. Den haben wir auch nicht gesehen heute. Nee, den haben wir auch nicht gesehen. Begrenzte Entfernung. Leider immer noch auf 1, aber auf mehr wäre sie auch unfair. Ja, leicht, wurde geil. Rubinkarfunkel. Und nochmal das Gerüst. Okay, also ziehen wir davon ganz schön viele. Ja. Dann haben wir noch einmal hier Oder Magie. Da ist der Pistolendrache nochmal. Okay, dann haben wir einmal Rubinkarfunkel nochmal. Nochmal diese komische Fusion und BM4 Sprengspinne. Jo. Das ist, glaube ich, der Retrain von der Launcher Spider, glaube ich, von Ben and Thief da, ne? Das ist gut möglich. Keine Ahnung, ne? Ja, ich auch nicht. Ich hab letztens zwar GX geschaut, aber nicht den ersten. So, ein bisschen die Kamera fokussieren und meine Booster hier außen. Genau, machen wir weiter. Nochmal die VWXYZ. Sprengkugel, Kristall bauen. Ich dachte, das wäre ein Panzerdrache gewesen für mich. Gut, für die Wettbewerb. Hätte mich jetzt nicht gewundert, oder? Und Simulation. Der Name ist trotzdem komisch. Jama macht Simulation, das ist halt komisch. Nochmal Zeitmaschine. Ultimatives Fund. Wurmfutter. Kneifhüpfer. Und nochmal die Launcher Spider Retrain. Also sind wirklich ziemlich viele Karten doppelt drin, weil das halt wirklich ein sehr kleines Set ist. Ja. Dann nochmal Saphir Pegasus. Ultimative perfekte Motte, Pistolendrache, Regenbogendrache. Oh, die ist neu, die habe ich nicht gesehen heute. Doch, die habe ich schon, glaube ich, zweimal gehabt, ja. Okay. Und Ojama Pyjama. Habe ich jetzt 3 Drachen hier drin gezogen? Nee, ja, 2. Ja, 2. Okay, aber jetzt wiederholen sich ja wirklich extrem stark die Karten. Also Ojama Magie, dann Saphir Pegasus, Sprengkugel. Ojama Match, haben wir das schon gezogen? Ojama Match, wenn dann ganz am Anfang. Okay. Ich glaube ganz am Anfang nur. Nee, noch gar nicht, ne? Oh. Ich meine, also dieses Artwork finde ich ja voll geil, weil das. ich finde Jama Gelb halt voll geil, weil er wirklich so richtig fertig aussieht und der voll lässig hier liegt. Ja. Und dann haben wir noch einmal. Ja, die ist gut, ne? Ultimative Kristallkreis. Die ist ein bisschen toll, ja. Ja, also die. Ich glaube, du spielst das, glaube ich, sogar, ne? Deinem Deck. Spiele ich einmal, ja. Falls mal der Monster zerstört wird und ich noch alle 7 da habe, dann geht die ganz gut ab. Wenn, aber die muss ja nicht Kampf zerstört werden, glaube ich, ne?
Die, ich weiß gar nicht. Das Monster, ne? Oder? Ich glaube durch Kampf, ja, durch Kampf. Ja, das macht die halt ein bisschen schlechter, ne? Ansonsten ja, ist die eigentlich ganz nice, ne? Ja. Dann. So. Wartet der Drache Level 3. Ringbogendrache. Zeitmaschine. Knüpfhüpfer. Und. Ja, die ist. Die ist gesichtsloser Magier. Also die ist halt im Deck nicht ganz so stark. Ich will sie halt nicht öfter auf 1 auf 1 spielen, aber die ist ganz nett, weil die halt das Restrict wieder beleben kann. Dann haben wir noch einmal wieder Freisetzung, ultimatives Pfund, tausendiges Opfer, aufgegeben, immer zusammen. Ja, irgendwie schon. Und dann nochmal Ojamech. Jetzt kommen die ganzen Ojama-Karten hier. Ja. Und dann bewaffneter Drache Level 7, schwarze Illusion, die kommt danach irgendwie auch raus. Ja, gell? Voll geil. Schwarze Vögelkanalist, Paranoiden-Paranoid und da hast du sie. Regenbogenbrücke. Sieht richtig nice aus. Ja. Und die ist sau, sau stark. Ja, die kann einfach alles suchen, was irgendwie Kristall hat, ne? Ja, die Kristall, doch nur Kristall, ich dachte schon Regenbogen, aber. Ne, Kristall, Zauberkarten. Ist richtig, richtig gut. Ja, so richtig stark. Wir machen weiter mit Kristallbaum. Nochmal die neue, die alte Fusion ist das, ne? Die alte Fusion, ja. Dann ultimatives Bund, Wurmfutter und nochmal den Illusionisten. Das ist ja auch ein Retrain von einer alten Karte von Pegasus. Man macht ja Sinn, dass der hier drin ist, ne? Aber die hatte, glaube ich, die alte war eine normale Monsterkarte. Ja, war ein normales Monster, genau. Hat aber dieselben Sets gehabt. Auch ein ähnliches Artwort, soweit ich weiß. Ja, also sehr, sehr ähnlich. Also es war halt eine Karte, die, ich glaube, Yugi im ersten Duell gegen Pegasus in Nähe verloren hat oder so. Ja, jetzt war der klassische antike Antriebsgolem. Das war, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Ja, nur den Pfund. Ja. Rubinkarfunkel, Zeitmaschine aufgegeben. Und Ojama. Nochmal die. Also, wir werden hier zugeworfen mit Ojama-Karten. Ja. Also können wir halt morgen alle Ojamas spielen. Und dann nochmal große Motte. Level 3 Ojama und dann ist wieder eine. Okay. Protonenstrahl. Die kenne ich gar nicht. Ich auch nicht. Lies sie mal vor. Einfach pro Spielzug, falls ein aktivierter Karteneffekt Münzen wirft, sofort nachdem er aufgelöst wurde, werden der folgenden Effekte dann abhängig der Anzahl von Kopf. Genau, die ist für die. Die Maschinenkarten, die mit den Münzen arbeiten, ne? Okay. Die ist aber ganz nett. Er kann Schaden machen. Kann die nicht alle Sachen zu Kopf machen? Ich glaube, ich habe da schon mal was gelesen, war das nicht so? Nee, die hatten Effekte, je nachdem, was. Wenn der Fokus dann möchte? Ja. So. Okay, krass. Ja, aber die ist gar nicht so schlecht eigentlich. Gar nicht schlecht, ne? Ja. Gucken wir mal weiter. Mit einem Kopf hast du eine verbotene Karte. Ja. Ja, aber du kannst ja mit dem Launcher Dragon oder wieder einfach Dragon, Barrel Dragon, kannst du doch dann dreimal kaufen, kannst du doch alle Karten zerstören, oder nicht? Nicht, wenn du zwei aus dreimal kaufst, dann kannst du einmal zerstören. Okay, Knipfhüpfer, Saphir Pegasus, Pistolendrache, dann wieder Sprengspinne und dann, oh, da ist er! Melanumäugiger Illusionist, die ist richtig gut, das ist quasi ein Handcrab für das Thema, wo du mit Sachen an tausendiges Opfer ausrüsten kannst. Ja, cool. Ja, weiter. Da hast du mehr Ahnung von als ich. Ja, ich habe ja schon ein bisschen jetzt mit Tom probiert. Dann Pistolendrache. Tausendeiniges Opfer, wo ist aufgegeben? Drache Level 7. Kristallfreisetzung und nochmal die Illusionist. Okay. Also wir haben noch kein Mimikett gezogen, glaube ich. Oder? Ich glaube nicht, nein. Na, vielleicht haben wir das jetzt bei Tunnels. Aber Kristallbaum nochmal. Sprengkugel. Opfer. Okay, oder auch eine Kopierkarte ziehen wir einfach auch so. Und nochmal. Also. Ja, und nochmal der. Aber die ist echt gut. Aber wir haben noch nicht das Opfer gezogen, ne? Nee, das haben wir nicht. Das Millennium Eis. Opfer. Dann Pistolendrache, Zeitversetzung, zum Prüfen. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Nochmal der klassische Golem und nochmal das Gerüst. Ja. Also, es ist extrem starke Wiederholung in dem kleinen Set hier. Dann haben wir noch einmal die große Motte, also ultimative große Motte, Sprengkugel, Level 3, Schwarz und Ritual und nochmal die Spinne. Also ich kann glaube ich auch irgendwie dann eine Waffenlobby aufmachen, weil die dazu sprengen können. Und wir haben die Fearspear vorhin noch nicht gezogen, also die heißt ja irgendwie Heavy Metal Raiders oder so im Englischen. Ja, jetzt kommen sie wahrscheinlich in dem, was ich genannt habe. Haben wir ja schon zweimal bewiesen, ne? Ja. Knüppelfer, Insektkönigin, Saphir Pegasus, Antike Antriebsgolem und Ojama-Match. Ja, die hat nur Ojama-Match, glaube ich. Ojama-Match tatsächlich. Ja, die haben wirklich so die ganzen. Die haben einfach so Ojama-fiziert oder so. Begrenzter Entferner. Dann nochmal die Vorweg XYZ. Rubinkarfunkel. Ojama-Assimilation. Und. Wow! Diese Fusion, ich hab nicht verstanden, wie die gemacht haben, ne? Die kommen hier quasi mit Waffen in Drachen mit diesen VWXYZ-Dingern. Ja. Die ist unmöglich zu beschwören. Du musst quasi beide auf dem Feld haben. Du musst beide auf dem Feld haben. Also, oder zumindest mal beschworen haben in dem Duell und dann kannst du die rufen.
Also, wer spielt die? Lohnt sich das überhaupt für den Effekt? Der Effekt ist gut, aber. Okay. Überleg mal, was du machen musst, um hier zu rufen. Ja, gut. Das stimmt schon. Und dann Regenbogenrache oder Magie. Saphir Pegasus oder Match. Und nochmal der Fotograf. Okay, dann haben wir das letzte Pack jetzt hier. Mal gucken, was da so drin ist. Wie wär's denn so mit noch neuen Ultra Rare oder so? So, Wirbelkavallerist Level 5, antiker Antriebsgolem, Illusionist und. Und scheiße, ich sollte Wahrsager werden. Ja, also das ist garantiert einer von den Chase-Karten aus dem Set, weil die ist richtig gut. Also die ist quasi ein Konter für Handtraps, weil ihr vom Friedhof die ausrüsten kannst. Die ist richtig gut. Dann würde ich sagen, wir machen noch so ein kleines Recap. Muss gucken, was wir gezogen haben. Die Commons sind jetzt irrelevant, außer halt Instant Fusion. Und das war, glaube ich, was das wichtig war. Instant Fusion, hast du die auch. Weil alles andere, glaube ich, war jetzt nicht so krass. Und der Panzerdrache. Ja, der Panzerdrache, okay, mit Instant Fusion. Und aufgegeben natürlich. Ich glaube, ich habe ein bisschen verkackt beim Sortieren. Ich glaube, die sind alle von mir. Ja, ich glaube, die sind von mir. Oder? Ich weiß es nicht. Aber die sind keine Rest mehr. Also Panzerdrachen und halt Instant Fusion. Sind jetzt wirklich richtig billig. Okay. Ja, kann man sich mit zuschmeißen. Dann würde ich sagen, dann guck du, was wir für Rares gezogen haben und ich guck mal wegen den ganzen Holos. Ich hoffe, es sind hier auch wirklich alles Rares. Hier ist noch ein Holo gewesen. Okay, dann sortieren wir die einmal ganz kurz. Und dann gibt es das kleine Recap. Sollte aber wirklich Wahrsager werden. Ja, das wäre gut, ne? Also wenn das immer so funktioniert, kommt jetzt immer noch ein Booster und sagt Secret und dann BAM! Echt bloß. Genau. Wobei ich ja nur noch Ultra nehmen sollte, also von daher muss ich vielleicht Ultra sagen. Schau, ob ich die irgendwie halbwegs sortiert bekomme. Ja, also die Ausbeute an sich ist eigentlich ganz interessant. Ja. Aber man muss eigentlich mehrere Sets, also mehrere Displays davon kaufen, um wirklich die richtigen Karten zu ziehen. Also würde ich empfehlen, kauft euch die irgendwie einzeln. Ne? Weil so ein Set ist halt ganz geil, weil ihr wirklich viele Karten kriegt. Also jetzt hier viele Commons. Ja. Wenn ihr viele von den Commons haben wollt. Ja, wenn ihr wirklich viele von den Commons braucht, ist das wirklich gut. Ansonsten, ja. Muss das nicht unbedingt sein. Ja, wieder, ich hab's mir geholt, weil ich wusste, ich möchte viel davon haben. Ja, also wirklich, die Commons, die drin sind, sind ja auch wirklich gut. Also die ganzen Reprints sind ja auch ganz gut. Also auch hier das 1000-jährige Opfer ist ja wirklich ein guter Reprint, wenn ihr irgendwie Gold spielen wollt oder so. Ist jetzt wirklich halt ziemlich billig. Also 2 Cent wahrscheinlich. Braucht viel nur noch Verbrecher-Duo. Das ist, glaube ich, der einzige, der noch wirklich was wert ist. Ja, aber Verbrecher-Duo weiß ich, ich krieg, glaube ich, in einem neuen Set einen Reprint. Okay. Also in dem Kyber-Ding. Ja, von den ganzen Reprints habe ich keine Ahnung. Was für ein Königreich, das man ergeblich noch einmal bekommt. Also ich finde es immer schön, wenn Sachen halt reprintet werden, weil die halt damit billiger werden. So, also wieder der Recap. Commons sind ziemlich viele, sind ein paar gute dabei. Gucken wir uns jetzt nicht nochmal an, habt ihr alle gesehen. Und dann, wenn Repo Wolf hier die Rares sortiert hat, ja. Gucken wir uns das direkt mal an. Ich bin alt, ich brauche schon ein bisschen was für. Ein Freund, du bist mein Mann, Alter. Bist du soweit? Nein, noch nicht ganz. 2 fehlen noch. 2 fehlen noch, okay. 2 fehlen noch. Geh sofort weiter. Peace. Nach der Werbung. Please hold the line. Wo kommt jetzt Werbung? Hier kommt Werbung. Kann ich zwar nicht schalten, aber hier ist Werbung. Genau. Wir können ja Werbung machen für 1000 Euro Opfer. Werbung. Okay, jetzt geht's weiter. So. Also, und da Match haben wir 5-mal. 5-mal, oh krass. Okay. Den Magi Illusionist haben wir 4-mal. 4-mal, okay, also nicht ganz so häufig. Ja. Bisschen ordentlicher jeden. Oh, jetzt noch ein Untermatch. Das ist so lange okay. Zum Sortieren gebrochen, dann nicht mehr gescheit sortiert. Also. Okay, er hat's einfach drauf. Halt mal fest, sortieren hat er wirklich drauf. Ja. Das wird dann 4-mal die Massen. Oja, Massimilation. Ja, du kannst es besser aussprechen. Das ist ein Zungenbrecher. Ja. Sag das mal schnell 3-mal hintereinander. Nein, ich kann es ja nicht mal einmal schon aussprechen. So, dann den Sprengkäfer. Sprengspinne. Sprengspinne 4-mal. Okay. Das Gerüst hatten wir auch einige Male. Das Gerüst haben wir auch 5-mal gezogen. 5-mal, ja. Dann hier. Kopierkerze, einmal. Einmal. Also das ist zumindest richtig, ne? Also einmal die Kopierkerze gezogen. Ja. Dann hier nochmal sortieren verkackt. Ja. Dann einmal Ojama Pyjama. Ojama Pyjama, ja. Ojama, whatever.
zweimal die ätzenden Schuppen. Mal ganz kurz, aber das Artwork, ich muss auf das Artwork eingehen. Hast du das gesehen? Da sind so kleine Dustins. Ja. Quasi als Decke. Das ist so süß, ne? Ich finde das ist so geil. Okay, das mal nebenbei. Dann ein Playset von den Parasiten. Ja, okay. Sie sieht man es gescheit. So, jetzt. Ja. Und das Zylumkönigreich, das man nur einmal bekommt, haben wir zweimal bekommen. Zweimal. Ganz wichtig, ne? So. Aber wirklich ist ein Shortrun in den Dingen. Dann rollen wir mal ganz kurz zusammen. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder unsortiert, aber ist mir egal. Es ist ja egal, ich muss eh nochmal investieren. Also dann gucken wir zu den Holos. Also Super Rare haben wir einmal diese ganz neue Version gezogen, die niemand spielen wird. Also merke ich den Namen nicht. Dann haben wir zweimal Duell quer durch die Dimension. Die ist halt auch nicht so gut. Dann einmal ultimativer Kristallkreis. Zweimal, was halt Protonenstrahl. Ja. Dann einmal die Search-Karte für die Crystal-Beast-Karten, Regenbogenbrücke, die ist gut. Haben wir den nicht zweimal gehabt? Ne, doch nicht nur einmal. Einmal den antiken Anzugspinne, keine Ahnung. Natürlich Megaton irgendwas. Ich kann nicht lesen, ist egal. Megaton Golem, ja. Dann die ungewandte Insektenkönigin haben wir auch einmal gezogen. Dann zweimal den Millennium-äugigen Illusionisten. Wird richtig gute Karte. Und zwei von den Chase-Karten in dem Set. Millennium-äugige Fusion oder auch jede Fusion und Millennium-äugiges Opfer. Zwei richtig, richtig gute Karten. Ja. Also bestimmt Spaß mit. Also ja. Kannst du zumindest ein bisschen aufgegeben spielen. Ja, ein bisschen was fehlt dafür, glaube ich, noch. Ja. Ja, ein bisschen was. Ja, dann war es das von dem Opening von für heute. Ich hoffe, es war zumindest ein bisschen interessant. Vielleicht bringen wir das nächste Mal wieder Retro Wolf mit. Wenn ich mir was kaufe. Damit ich jetzt ehrlich so leiden muss mit dem Geldbetrag. Dann auch von dir nochmal eine Danke für das Display. Ja. Ist ja viel Cooles bei rausgekommen. Ja.